Also die Häufung der Fälle beim KSK, die ist natürlich beunruhigend. Und das ist ja auch der Grund darum, warum wir sagen, wir müssen das ganz grundsätzlich analysieren. Und so einen Nährboden darf es nicht geben. Das ist eine Elitetruppe. Und ich möchte gern, dass das KSK eine Elitetruppe für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist. Rechtsextremismus hat weder im KSK noch in der Bundeswehr noch in unserer Gesellschaft einen Platz.